Entschuldigen Sie, ich bin der Regisseur. Den sieht man sonst gar nicht. Ich wollte Ihnen nur rasch... Glauben Sie nur nicht, dass die Operette heute Abend nur etwas für Gebildete ist. Na, ich möchte Ihnen nur ein paar Kleinigkeiten sagen, damit diejenigen unter Ihnen, die die Sagen der griechischen Antike nicht so genau kennen, auch ihren Spaß haben. Sonst hören Sie hier zum Beispiel ein Wort wie Hetären und denken Wunder, was das Gebildetes ist. Gar nicht. Hetären nannte man im Altertum die Damen aus, naja, aus dem ältesten Gewerbe der Welt. Dies hier ist das Standbild des Gottes Zeus. Oh, Moment mal, den haben wir da größer. Des Gottes Zeus. Die alten Griechen glaubten an viele Götter und an vieles bei vielen Göttern. Was sie allerdings hier von dem Göttervater Zeus glaubten, das war nicht nur viel, das war schon allerhand. Nämlich, dass er der Hera, seiner Göttergattin, gelegentlich entwischte, um sich schönen irdischen Frauen in eindeutiger Weise zu nähern. Er war dabei in der Wahl seiner Mittel gar nicht wählerisch. Er verwandelte sich einfach. Einmal als Schwan und verführte so die schöne Leda. Einmal kam er als Goldregen. Einmal überwältigte er die keusche Alkmene sogar in der Gestalt ihres eigenen Mannes, des Amphitryon. Das war ja nun nicht besonders fein. Ne? Und Europa raubte er als Stier. Der Stier spielt überhaupt in der griechischen Sagenwelt eine sehr große Rolle. So hielt zum Beispiel ein kolossaler Stier vor dem Labyrinth, dem sagenhaften Schloss der Könige auf Kreta, Wache. Ich erwähne das nur, weil das nachher auch vorkommt. Dass Zeus jederzeit und in jeder Maske auf Erden erscheinen könnte, das glaubten die Menschen damals. Sie glaubten auch ihren Priestern und an deren Orakel. Das heißt, dass die Priester aus dem Rauch der Opferfeuer auf dem Altar vom Tempel den Willen der Götter ablesen können. Homer, der große Dichter der Antike, hat uns all diese Sagen in seiner Ilias erzählt, auch die. Dem Prinzen Paris aus Troja seien einst drei Göttinnen erschienen und hätten verlangt, er solle entscheiden, welche die schönste von ihnen sei. Der solle er seinen Apfel schenken. Nun erreichte den Apfel der Göttin Aphrodite und die versprach ihm dafür als Dankgeschenk die schönste Frau auf Erden, die schöne Helena. Die war aber die Gattin des griechischen Königs Menelaos. Prinz Paris aus Troja raubte sich diese schöne Helena und dadurch brach der Trojanische Krieg aus. Homer hat all diese Sagen damals geglaubt. Jack Offenbach, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts diese Geschichte in Musik gesetzt hat, hat diese Sagen auch sehr geliebt, aber er hat natürlich nicht mehr an sie geglaubt, sondern er hat aus dem Stoff seine komische Oper Die schöne Helena geschaffen. Wir schätzen diese Oper heute als die klassische Operette, weil sich in der schönen Helena in idealer Weise kostbare, heitere Musik mit einer Handlung verbindet, die mit den Figuren der Antike, also etwas altmodisch ausgedrückt, Holden und Fug treibt. So, nun ist aber Schluss. Jetzt fangen wir wirklich an. Auch alte Griechen waren wir mit einmal jung. Sie waren nicht nur Lehrstoff und Erinnerung. Auch nicht so fest und nicht so schwer. Wie man es findet bei Homer. So wie bei Homer. Ob unser Helden von Maschall manipuliert, war nicht so fest und nicht so schwer wie bei Homer. Abgesehen, wird alles heute stehen und sehen.
seht ihr nicht die Zeichen der Zeit? Weh! Schreckliches wird geschehen, wenn ihr so weitermacht und mich, den ersten Diener des Göttervaters, missachtet. Spartaner, Kalchas, euer Oberpriester spricht zu euch. Wollt ihr mir nicht zuhören? Aber ja, wir wissen ja ohnehin, was du sagen willst. Immer das gleiche, Blabla. Gehen wir. Spartaner, widerliches Geschmeiß. Seit Monaten schon habt ihr nichts Anständiges mehr geopfert. Ihr wisst gar nicht, wie sehr die Götter euch zürnen, Volk von Sparta. Ist doch gar kein Volk mehr da. Zu wem redest du denn eigentlich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann man uns das letzte Kalb geopfert hat. Das letzte Kalb war auch nur mehr ein altes Suppenhuhn. Aber die Zunge war köstlich. Und was haben wir heute? Ab und zu ein bisschen Obst, ein paar Blumen. So lange halte ich diese vegetarische Kost nicht mehr aus. Aber noch können wir hoffen. Ich erwarte mir einen Konjunkturaufschwung durch die Olympischen Spiele. Ach, hör doch auf. Nach den Olympischen Spielen hat man immer einen Schuldenberg so hoch wie der Olymp, bis unter das Dach. Und das olympische Dach frisst einem nachher noch die letzten Haare vom Kopf. Es haben sich aber alle griechischen Könige als Ehrengäste angemeldet. Ah, das ist gut. Sogar sehr gut für den Fremdenverkehr. Könige sehen die Leute immer gerne. Und vor allen Dingen herrscht bei solchen Gelegenheiten ein besonders gesteigerter Bedarf an Orakeln. Hm? Sag mal, was stinkt denn hier so penetrant nach verfaulten Eiern? Hat etwa jemand den Göttern faule Eier geopfert? Nein, die waren alle frisch. Ihre zwei Opfereier im Glas heute Morgen, die waren doch auch tadellos. Ach, das ist der Schwefel, Herr Oberpriester. Wozu braucht denn ein Tempeldiener Schwefel? Ich versuche etwas zu erfinden. Was denn? Eine Art künstlicher Feuerspiele. Ich möchte dem Volk eine besonders schöne Altarflamme vorführen. Wozu das? Vielleicht wird dann mehr geopfert. Oh, fürwahr, es ist eine Schande, mit welchen Mitteln ein gelernter Oberpriester nach 20 Dienstjahren arbeiten muss. Beim Zeus, wir gehen schrecklichen Zeiten entgegen. Alle Priester, alle Philosophen, prophezeien höchste Katastrophen. Doch das Volk ist leider so betört, dass es nicht auf uns hört. Oh, oh boy, die Welt steht verkehrt. Man merkt den sittlichen Verfall schon überall. Wenn das so weitergeht, dann werden wir bald den Abgrund des Verderbens vor uns klaffen sehen. Drum kann es nicht so weit. Gefällt dir das Bild, Backes? Gut, Königin, sehr gut. Nur... Was denn? Nur sollte eine Königin vielleicht doch nicht so deutliche Bilder malen. Meine liebe Backes, wenn du so einen überlasteten Mann hättest wie ich, so einen König Menelaos, der statt Jugendfrische nur Altersweisheit zu bieten hat und auch die nur recht selten, dann würdest du dich auch in die Fantasie flüchten wie ich. Ich glaube, du siehst zu schwarz, Königin. Ach, leider nicht. Wenigstens an unseren Hochzeitstag sollte er sich erinnern. Der wäre nämlich heute. Helena, mein Täubchen! Siehst du, er hat's doch nicht vergessen. Evoe, mein liebes Kind. Evoe. Evoe? Evo was? Was ich noch sagen wollte. Ich bin gespannt. Irrtum, ich hab gar nichts sagen wollen. Ich wollte dich etwas fragen. Hab ich vielleicht, ne? Habe ich vielleicht meine Pantoffel hier vergessen? Wann hast du sie denn das letzte Mal getragen? Gestern. Ja, gestern. Oder war das vorgestern? Dann können deine Pantoffeln nicht hier sein. Du hast mich das letzte Mal vor 6 Monaten besucht. Ach ja, richtig. Entschuldige die Belästigung. Welche? Ach, die. Habe ich schon vergessen. Gut siehst du aus, mein Täubchen.
Wirklich? Na ja, dann bis zum nächsten Mal. Du musst verstehen. Menelaus? Ja, mein Täubchen? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Natürlich, heute ist der Tag, an dem die benachbarten Könige zu uns auf Besuch kommen. Ein Empfang nach dem anderen. Wozu brauchst du da deine Pantoffeln? Na, entschuld. Ich kann doch solche Persönlichkeiten nicht barfuß empfangen. Nein, du... Ivo, du... Ich glaube, jetzt verstehst du, warum ich solche Bilder male. Lass mich allein. Mein Herz ist heiß, direkt vulkanisch, jedoch mein Gemahl löscht nie die Glut. Mein Leben scheint mir echt spartanisch, mein Mann ist alt, das tut nicht gut. Ach, ich habe Migräne bei jedem Wetter. Gibt's ein Mittel dagegen? Das wissen nur die Götter. An sich wäre es so schön, hier im herrlichen aber Sommer noch an, wird im Schicksal mein Gram. Mir ist gar nicht so laut, ich hab nicht zu erwarten. Immer wieder frag ich gequält, wozu? Ja? König Achilles will dir seine Aufwartung machen. Mir? Warum empfängt ihn nicht mein Mann? Der sucht noch seine Pantoffeln. Bitte, lass ihn eintreten. Oh, schönste aller Königinnen! Was ist geschehen, Achilles? Teure Königin, ich vergesse immer wieder meinen wunden Punkt. Die Ferse. Du musst wissen, ich bin am ganzen Körper unverwundbar, bis auf die Ferse. Da bin ich so wahnsinnig empfindlich. Es tut mir aber sehr leid. Ja, danke. Mir auch. Ich habe schon sämtliche Orthopäden abgeklappert. Jeder hat mir eine neue Art von Einlage verschrieben. Aber die fallen mir immer wieder aus den Sandalen heraus. Jetzt habe ich von meinem rüstungstechnischen Überwachungsdienst einen neuen Stoßdämpfer einbauen lassen. So, aber da juckt mich wieder die Wolle. Mein lieber Achilles, du bist sicher nicht gekommen, um mir deine Krankengeschichte zu erzählen. Ich bin kein Orthopäde. Ganz im Gegenteil, schönste aller Frauen. Ich bin gekommen, dir meine Bewunderung zu den blanken Füßen zu legen. Und wenn du gestattest, mich selbst dazu. Aber. Kein Aber. Es gibt kein Aber. Seit langer Zeit schmacht ich danach, der schönen Helena gegenüberzustehen. Stehen, ja. Und jetzt stehe ich. Sag einmal, du guter Freund meines Gatten, denkst du eigentlich daran, dass ich verheiratet bin? Selbstverständlich. Und ich leide genauso wie du, wenn auch aus ganz anderen Gründen. So. Und hast du nicht das Gefühl, dass du mir zu nahe trittst? Im Gegenteil. Ich möchte dir noch viel näher treten. Oh, Vorsicht, Ferse. Wie bitte? Ah, Ferse. Ah, wer denkt schon an die Ferse, wenn er von glühender Liebe verzehrt wird? Ein Vorschlag zur Güte, Achilles. Du behältst deine Liebesglut für dich und ich meinen kühlen Kopf. Backis. Herrin? Bring König Achilles zu meinem Mann. Er hat wichtige Staatsgeschäfte. Ja, machst du Spaß oder hältst du mich für dumm? Ja.
Was meinst du mit ja? Du kannst es dir aussuchen. Ist es wirklich so viel, was ich heimlich erfreue? Meine Tage vergehen, aber nichts kann geschehen. Dann kommt einmal ein Mann, ist es niemals der Rechte? Immer wieder frage ich, meinen Staatsbesuch immer vorgestellt. Die beiden sind kaum einen Nachmittag in Sparta und schon haben sie sich die zwei teuersten Hetären aufgerissen. Nun ja, als Fürsten können sie sich's ja leisten. Ich muss diesem Treiben ein Ende setzen. Angesichts des Göttervaters kann ich ein solches Gebaren nicht länger dulden. Außerdem frisst mich der Neid. Pandora, Medusa, schämt ihr euch gar nicht. Sag deiner Tante, sie soll sich rasieren, bevor sie mit uns redet. Auf die Knie, erbärmlicher Frevler. Den Tanzschritt kenne ich nicht. Weißt du, wer dieser Tanzmeister ist? Ich bin Kalchas. Kalchas, der Oberpriester von Sparta. Und ich will es nicht dulden, dass unsere ohnehin schon weg da verlotterten Sitten durch euch noch mehr gelockert, verlottert werden. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Ajax der Erste, König von Salamis. Ich bin Ajax der Zweite, König von Böotien. Ich bin die Pandora. Ich die Medusa. Ach, euch beide kenne ich doch. Warum seht ihr euch beide denn so ähnlich? Weil wir Zwillinge sind. Wir auch. Jeder ein Illing. Ich ein Illing und Sie ein Illing. Sagt mal, genügt es euch nicht, dass ihr beide immer verwechselt werdet? Müsst ihr euch auch noch ein Zwillingspärchen aus Sparta als Gespielinnen aussuchen, damit sich zum Schluss überhaupt niemand mehr auskennt? Nein, müssen wir nicht, aber es macht Spaß. Meist ist der Mensch ein trauriger Illing, das gilt nicht nur für Griechenland. Schön wird das Leben, wenn er als Zwilling Zwillinge sich als Partner fand. Ajax, komm, hör einmal zu, sag mir doch, wie ich bin, mein Bester. Also, ich glaub, du bist schon du, oder vielleicht bist du die Schwester. Weißt du Bescheid? Es tut mir leid, es geht auch mir, genau wie dir. Ich kann nur sagen, kurz und bündig, dieser Sitten find ich unerhört, unerhört. Das gehört getadelt, verboten, gestraft. Umgekehrt, umgekehrt, hier gehört der Adel, der so ein Verschaft. Unerhört, unerhört, da hört ja die Welt sich bald auf zu drehen. Umgekehrt, umgekehrt, ohne Liebe bliebe die Welt immer stehen. Unerhört, unerhört, merkt ihr nicht die Weisheit, die aus mir spricht? Umgekehrt, umgekehrt, alter Schiff bekannt, ich von Torheit nicht. Erlaubten es meine Zünfte, wär gern in dem Bund ich der Fünfte. Habe ich das außerordentliche Vergnügen und die hohe Ehre mit dem Priester Kalchas? Oberpriester, wenn ich bitten darf, so viel Zeit muss sein. Und wem stehe ich meinerseits gegenüber? Einem Schäfer, der Hilfe sucht. Hm, so weit sind wir schon gekommen. Ein ungebildeter Schäfer hat die Stirn, den Oberpriester des Zeus zu belästigen. Soll ich dir vielleicht helfen, deine Schäfchen zusammenzusuchen? Oh, meine Schäfchen sind bereits alle im Trockenen. Möchtest du vielleicht auch eins davon haben? Elender Wurm, glaubst du mich bestechen zu können? Ja. Ach so, ja, das ist was anderes. Handelt es sich vielleicht um ein Orakel? Freund Kalchas, wir wollen auch wie zwei erwachsene Männer reden, ja? Gut, reden wir wie zwei erwachsene Männer. Aber da drinnen. Du brauchst also meine Hilfe? Ja, du sollst mir die Bekanntschaft einer Frau vermitteln. Was, ich? Das ist eine Frechheit. Ich bin doch kein Kuppler. Also, Kalchas, bleib ruhig, ja, bleib erwachsen. Die Frau, die ich meine, ist nicht irgendeine Frau. Es ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Die schönste? Ja. Hier in Sparta? Mhm. Ach, du dickes Ei. Du denkst doch nicht etwa an die... Doch, ich denke an die schönste Frau von Sparta, an die herrlichste Frau von Griechenland. Nein, der ganzen Welt. Also, wenn wir dieselbe meinen... Wir meinen dieselbe. Dann schlag sie dir gefälligst auf den Kopf. Ich kann dich doch nicht mit meiner eigenen Königin verkuppeln. Ja, warum nicht?
Warum nicht? Du bist größenwahnsinnig. Du kommst hier als wildfremder Schäfer und glaubst, du könntest dir mit einem lumpigen Goldstück die Königin einhandeln. Dabei kostet schon eine gewöhnliche Hetäre mehr. Woher weißt du das? Ich weiß es. Also bleiben wir bei der Königin. Bei der kann ich dir nicht helfen. Doch. Wie denn? Soll ich den König vielleicht wegschicken oder was? Wir wollten doch wie erwachsene Männer reden. Du weißt doch am besten, was ein Orakel ist. Natürlich. Ein Orakel ist eine Botschaft der Götter. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du meinst. Aber was soll ich denn den Leuten sagen? Schau mal, wenn ich der Königin und dem König sagen wollte, was ich möchte, würde man mich im besten Fall verprügeln. Wenn aber ein weiser Mann wie ich das alles in einen göttlichen Ratschluss verpackt. Gibt es keine Widerrede? Und das alles für nur zwei Goldstücke? Nein, das erste war fürs Zuhören. Das zweite ist für dein wohlwollendes Einverständnis. Und den ganzen Beutel Gold bekommst du, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Aber ich bitte dich, das ist doch wirklich nicht unnötig. Eins würde mich nur interessieren. Warum hast du es bei so viel Klugheit nur bis zum einfachen Schäfer gebracht? Hm? Nun, vielleicht bin ich gar kein Schäfer. Ah, sondern? Ich bin ein Prinz aus Troja. Aber das braucht ja nicht gleich jeder zu wissen. Ah, bitteschön. Bitte. Danke. Ja, was soll ich nun den Leuten eigentlich erzählen über dich? Nun erzähl ihnen die erstbeste Legende, die dir einfällt. Ah, Legende? Mir fallen keine Legenden ein. Aber mir. Auf dem Berge Ida kamen drei Götter, Damen zur Schönheitswahl. Dass sie grad mich als Richter nahmen, machte interessant den Fall. Wiewohin, schwierige Lage, aber das bin ich gewohnt. Das Damenterzett meine Mühe lohnt. Kurz vorher hat einen Apfel ich gepflückt, verbotener Feis. Und so hatte ich parat den idealen Schönheitspreis. Ja, werdet ihr euch dem Urteil fügen, alle drei erklärten ja. So stand Paris voll Vergnügen, offiziell als Schiedsmann da. Also Paris heißt du? Wohin, ganz unbestechlich und gerecht bin ich bei euch. Wohin, würde voll lächerlich, schreibt die Masse der Damen auf und beginne sogleich mit dem Vergleich. Frau Athene raunte leise mir mit Augenzwinkern zu. Ich bin keusch und klug und weise, willst du mich, dann willst auch du. Nun, das war schon sehr viel Schönes, aber lang noch nicht der Clou. Dann kam Hera und berief sich auf die Ehe mit dem Zeus. Doch ich gab der Arroganten schon aus Vorsicht keinen Preis, denn das Zeus nicht monogam ist, nun das weiß und kennt man ja. Wenn er fremd geht, dann steh ich da. Erst die dritte Aphrodite war die beste, denn sie spielt. Doch sie blickte so verheißend und so gab ich ihr den Sieg. Wohin, sie versprach die schöne Helena mir.
darfst mich nicht missverstehen. Wenn schon Verfall der Sitten, dann will ich auch ein bisschen was davon haben, nicht? Du bist Kalchas, der Oberpriester. Nein, ich bin Leda und warte auf den Schwan. Ich bin Achill, König von Äolien. Womit kann ich dienen? Es handelt sich um ein Orakel. Ah, du willst also den unerforschlichen Ratschluss der Götter befragen? Nicht befragen, bestellen. Nie, niemals nehme ich so etwas an. Hier vor allen Leuten. Komm mit ins Büro. Also, was soll das Orakel verkünden? Wovon soll es sprechen? Von Königin Helena und ihr Mann. Und? Ich will Königin Helena erobern und Menelaos steht mir im Wege. Kann er doch nicht absetzen. Nein, aber vielleicht fällt dir etwas anderes ein. Aha. Ich glaube, jetzt wird's gehen. Es wird natürlich nicht einfach sein, denn wenn ich dem König sage, er soll verreisen... Sag es ihm. Sinnlos, er wird es nicht glauben. Aber du hast Glück. Ausgerechnet heute Nacht ist mir Zeus im Traum erschienen und hat mir bedeutet, dass König Menelaos in den nächsten Tagen verreisen muss, und zwar nach Rhodos. Ja, das ist schlecht, das ist zu nah. Nach Lesbos, ins Lesbische Meer. Das wird ihm nicht gefallen, ne? Nach Kreta, ins Labyrinth. Und ein echtes Orakel muss ich ihm natürlich verkünden. Wie sich das trifft. Nicht wahr? Ich muss zunächst die Königin einweihen. Vielleicht kann sie es ihm schonend beibringen. Nein, Kalchas, ich muss dir sagen, diese Geschichte vom Urteil des Paris klingt schon ein wenig unglaubhaft. Aber wie kannst du so etwas sagen, Königin? Die Geschichte von Leda mit dem Schwan oder Europa mit dem Stier, sind die vielleicht glaubwürdiger? Bei uns wimmelt es doch von solchen Legenden. Das stimmt schon. An der Verkleidungsfreudigkeit des Göttervaters zweifelt niemand. Aber das sind schon sehr alte Geschichten. Aber sie waren auch einmal neu. Sicher. Aber ich kann mich doch nicht mit dem ersten besten Schäfer einlassen, nur weil ich ihm von Aphrodite versprochen worden bin. Wie kannst du es wagen, Königin, auf die Art, den Worten Aphrodites leichtfertig in den Rücken zu fallen? Nein, nein, das nicht. Natürlich nicht. Aber wenn ich nur wüsste, ob er mir gefallen wird. Königin! Du wirst dich gleich davon überzeugen können. Du sollst das Glück mir gönnen, was du im Traum mir gibst. Wie soll ich leben können, wenn nicht auch du mich liebst? Lass mich nicht länger bangen, du stille mein Verlangen. Die Königin will mit dir sprechen. Er scheint dir zu gefallen, Königin. Ich will ihn nur sprechen, damit ich ihm diese verrückte Geschichte ausreden kann. Nichts anderes habe ich erwartet, Königin. Erhabene Königin, schönste Frau von Griechenland. Schon gut, Kalchas. Wie? Ach, hätte ich doch beinahe vergessen. Ich muss doch zum Harfenstimmer. Die Herrschaften entschuldigen mich doch. Du bist also der Mann mit dem Apfel. Verzeih, Helena, aber wärst du bei der Schönheitskonkurrenz auf dem Berge Ida dabei gewesen, nicht Aphrodite hätte den Apfel bekommen, sondern du. Schmeicheln kannst du gut. Was kannst du noch? Wenn es uns ein gütiges Geschick erlauben sollte, wird es mir ein großes Vergnügen sein, dir alle meine Talente und Fähigkeiten vorzuführen. Du bist also Schäfer, sagst du? Zeitweise. Was hat dich nach Sparta geführt? Der Ruf deiner Schönheit. Und von meinem Gatten hast du noch nichts gehört? Oh, doch. Er bereitet die Olympischen Spiele vor. Das ist übrigens der zweite Grund meiner Reise hierher. Bleiben wir beim Ersten. Ja. Bleiben wir beim Ersten.
Wie hast du dir das vorgestellt? Schön. Und je länger ich deine Anwesenheit genießen darf, umso schöner stelle ich es mir vor. Königin! Königin, ich bin untröstlich, dass ich stören muss. Aber die Könige kommen bereits zum Festmahl. Man wird dich vermissen. Schade. Ja, sehr schade. Schnell, Königin. Die Zeit drängt. Ich weiß. Wir werden uns wiedersehen. Ich weiß. Das Wasser auf des Volkes Spiele. Wir glauben fest, dass unsere Stadt da fast so manchen Vorteil hat. Wir hoffen und besonders fest, weil der FNS und das ist Wappenscheiße, gibt das Wappenscheiße. Sind das da oben alles griechische Könige? Ja. Das kostet Steuern. Dann möchte ich nur wissen, wer ist da wer? Wart's nur ab, die werden sich schon vorstellen. Nun, ich bin Ajax der Erste, Ajax der Beste, Ajax der Schwerste. Und wie steh ich da? Ajax, so, so, la, la. Ich bin fast niemals zu halten, trotze Gewalten, Feindes Gewalten, glaubt mir, denn ich sah. Ich glauben dem Ajax. Doch kämpfe ich nie allein, ich habe ein Brüderlein. Ich bin der Ajax der Zweite, steh meinem Zwilling immer zur Seite. Und so merkt die Welt, dass doppelt besser hält. Es gibt nur wenige solcher Könige und wir denken uns dabei. Wir wären eine, so viel wie keine, Gott sei Dank, es gibt ja zwei. Ich bin und Freunde, ich will es richtig betonen, ich bin Achilles, doch wer Kürze will, der sagt heut nur Achill. Ich bin, das ist das Perverse, nicht zu verletzen, bis auf die Ferse quasi schutzlackiert. Er ist vulkanisiert. Drum stört sich mich frech und kühl in jedes Kampfgewühl. Achill, so schreien meine Gegner, das ist ein starker Feind, ein Verwegner, stöhnt ein schrilles Angstgebrüll. Achill, bleibt Achill. Ja, der Achilles ist gerissen, seine Ferse wird gefangen, in ferner Zukunft wird man wissen, was die Achillesferse war. Ich bin der Laus voller Güte, näher am Beginn und näher in der Mitte, das gibt Männelaus. Da kennt sich jeder aus. Und meine Frau heißt Helene, was ich mit Stolz am Rande erwähne. Nun, ihr kennt sie ja. Die schöne Helena. Ich streng mich gewaltig an und tue, was ich kann. Ich glaub, jetzt kennen die Damen und auch die Herren schon meinen Namen. Ich heiß Menelaus und damit Schluss und aus. Das macht der Segen, den Nacht der Last, dafür bekommt er auch was Lass. Die Flüche voller Begeisterung aus, ein Treiber hoch den Königshaus. Ich bin der Fürst Agamemnon, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich komm last not least. So wie das üblich ist. Ich war noch nie für zivil, ich bin für den militärischen Drill, das ist mein Renommee. Oje, oje, oje. Egal wo ich steh und sitz, ich dulde keinen Witz. Ich bin der Fürst Agamemnon, ich bin das ganze Stur wie ein Panzer, der zu mir gehört, so wie mein Schild und Schwert. Der Agamemnon, das sieht man schon, ist ein abscheulicher Patron, doch besser sagen wir gar nichts mehr, sonst wissen wir, so will ich mehr.
Jetzt müsste irgendjemand irgendetwas sagen. Psst. Aber ich sag ja nichts. Im Gegenteil, du sollst etwas sagen. Ich? Ja, aber was soll ich denn sagen? Du sollst uns begrüßen. Aber das habe ich doch schon getan. Aber nein, er meint, du sollst uns hier und offiziell begrüßen. Ach so, ja. Guten Tag, Ajax. Der Erste. Der Erste, wie geht es dir? Was macht die Frau Gemahlin? Ach, da bist ja noch ledig. Aber der Andere, du hast ja auch noch nicht geheiratet. Ja, Himmel, wer ist denn hier verheiratet? Ich? Na, wo ist denn meine liebe Helena? Helena, mein Träumchen, Helena, wie geht's dem Herrn Gemahl? So ein Blödsinn, das bin ja ich. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Menelaus, alles schaut auf dich. Ah. So sag etwas. Ja. Ach so? Was soll ich denn sagen? Begrüße dein Volk und erteile mir das Wort. Das ist gut, das ist ganz einfach, nicht wahr? Sehr verehrte Festgemeinde, es ist mir eine außerordentliche Ehre, euch allen sagen zu können, dass man mir das Wort gegeben hat. Ich danke für das Wort und ich gebe das Wort dem König Agamemnon. Ah. Evoe! Was? Evoe! Evoe! Volk von Griechenland, wir feiern heute das Fest der Olympischen Spiele, der sportlichen und der Wettkämpfe der schönen Künste. Aber mit solchen Spielen allein kann unser Volk seine sittliche Größe auf die Dauer nicht bewahren. Dank der Weisheit eurer Könige habt ihr schon viel zu lange Frieden, Wohlstand und Konjunktur. So ein Zustand aber gibt die guten Sitten den Verfallpreis. Goldene Worte. Goldene. Was? Ja, goldene Worte. Ach, natürlich wäre es das einfachste Gegenmittel, irgendeinen Krieg zu beginnen. Damit wieder Zucht und Ordnung bei euch einkehren. Aber leider haben wir erstens keinen Feind und zweitens keinen Grund für einen Krieg. Trotzdem muss etwas getan werden, um spartanischen Sitten wieder mehr Geltung zu verschaffen. Also, was tun, spricht Zeus. Spartaner, hört. Die Keimzelle des Staates ist die Familie. Und so wollen wir die eheliche Treue als Leitmotiv über diese Olympischen Spiele stellen. Das ist ja geschäftsschädigend und langweilig. Daher fordere ich alle anwesenden Künstler auf, zum Thema eheliche Treue Stellung zu beziehen und mit dieser Stellungnahme um olympischen Lorbeer zu streiten. Wer also von euch meldet sich als Erster zum Wort? Plötzlich scheint ihr taub, stumm zu sein. Fällt euch zu dem Thema nichts ein. Jedoch wir Könige, wir gehen mit gutem Beispiel euch voran. Es trete einer nach dem anderen vor und zeige, was er kann. Wir fangen alphabetisch an, Achilles kommt demnach als Erster dran. Der Achilles! Der Achilles! Achilles, sei gemacht, sei Mann! Mir ist kein Beitrag zuzutrauen, weil ich selbst noch nicht geheiratet hab, sing ich über treue Ehefrauen, säge ich den Ast, auf dem ich gern sitzen möcht, ab. Auf dem Weg, der kaum Applaus! Also dann spricht als Ehemann nun Menelaus. Das Problem ist für mich längst vorbei und das gilt für jeden reiferen Mann. Wird man älter, ist man immer treu, weil man außer treu sein leider nichts anderes kann. Auf dem Weg, der kaum Applaus! Da gibt's nicht einmal Bruchteile einer Medaille. Zeitersparnisgründen kommt Ajax 1 und 2. Ein Duett
Die Treue ist kein leerer Wahn. Die Treue ist kein leerer Wahn. Drum hilft sich jeder, wie er kann. Drum hilft sich jeder, wie er kann. Ein Zwillingspaar hat es angenehm. Da gibt es kein Problem. Da gibt es kein Problem. Denn es weiß keiner, wer mit wem. Das ist doch ein frischer Rekord. Das ist doch frischer Rekord. Ich streiche das vom Protokoll und frage, wer will nun das Wort? Werte Könige, man verzeihe, dass ich als Fremdling vor euch erschein. Doch gerade zum Thema Treue fällt mir sogleich Entscheidendes ein. Treu sein können wir nicht üben, kein Gesetz bringt es so weit. Doch für die, die wahrhaft lieben, ist sie Selbstverständlichkeit. Das ist wahr! Auch mit edelsten, schönsten Weisen zöge die Treue nicht bei uns ein. Lasst uns lieber die Liebe preisen, dann kommt die Treue ganz von allein. Treue hält man nicht mit Schmerzen, ein Gebot erzwingt sie kaum. Denn es ist in einem Herzen nur für eine Liebe Raum. Das ist wahr und sonnenklar. Dieses Lied verdient ohne Zweifel den ersten Preis. Ich erkläre den jungen Schäfer zum Sieger. Das ist ein Schafhirt. Wer weiß, ob's wahr ist. Ist's erlaubt, mich einzuführen? Mein Name ist Prinz Paris. Prinz Paris! Da bin ich wirklich sehr erleichtert. Du bist ein Prinz? Jawohl, ich bin's. Wie schön, denn für Helen wäre es ja fast eine Schand, würd ein gemeiner Hirt gekrönt von ihrer Hand. Du verstehst, es wär genant. Gib ihm die goldene Kette. Nichts, was ich lieber täte. Nur noch eins, ich lade dich herzlich ein. Beinahe hätte ich es vergessen, heute Abend unser Gast zu sein. Punkt 7 Uhr wird gegessen. 7 wird die Suppe aufgetragen. O schöne Helena, ich weiß nicht, wie ich danken kann. Ich nehme die Einladung zum Abendessen gerne an. Sie legt den Fremdling ein, da heißt es wachsam zu sein. Mir scheint, nun bist du bald am Ziel. Noch schöner wäre es, lieber Karl, das glaube mir, hätte ich den Gatten nur schon außerhalb der Tür. Ich wär zufrieden auf mein Wort, wär mir ne Lausen nur schon fort. Tja, da weiß ich keinen Rat. Wie wär's mit Herostrat? Ausgezeichnete Idee. Herostrat, auf zur Tat! Den Donner rollen,
Götter grollen, irgendwas ist ihnen zu bunt. Ja, und ich weiß auch den Grund. Euer Kopfheim, ihr Schrecken ist groß. Euer Kopfheim, entsetzliches Los. Göttlicher Zeus, Vater der Welt, was haben wir angestellt? Ich gebe gern den guten Leuten den Grund der Verstimmung bekannt. Denn nur ich kann den Donner euch deuten. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Weil kein Spartaner die Treue wichtig nimmt, weil ein Gast uns blamierte, sind die Götter verstimmt. Soll nicht noch mehr geschehen, muss König Menelaus zum Opfergang sogleich nach Kreta gehen. Ausgerechnet ich muss jetzt zum Opfergang. Hier ist ja so vor dem Abschied. Ein lieber Reich hast tausend Dank. Da pfeif ich mir doch jeder Taten. Soll dem Volke nichts geschehen, musst du wohl nach Kreta gehen. Fahr nach Kreta, fahr nach Kreta. Dann vergeben uns die Götter. Die Gnade wird größer. Je besser. Es geht um Griechenland. Ich würd so gern bisschen später erst nächste Woche fahren nach Kreta. Ist dir nicht bekannt? Es geht um Griechenland. Man braucht mich nicht anzuschreien, ich füg mich ja schon drein. So wird er Griechenland retten und schönes Wetter schenken die Götter. Hauptsache, dass es nützt und nicht mehr weit erblitzt. Der arme König, er muss nach Kreta zu Schiff. Wir sind der Leidensstuck, dann kriegen wir wieder einmal einen Begriff vom echten Leidensstuck. Leb wohl, leb wohl, leb wohl, leb wohl. Glücklicherweise, 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 glücklicherweise. Wenn ich doch könnte, so wie ich wollte, würde ich dich begleiten. Sehen, man könnte dich fast beneiden. Wolken und Meer, was willst du noch mehr? Es warten viele Freuden. Schönste Menschen, wir werden dich erwarten. Schichten vor der Welt, die Zeit, das einfach auf sich kam. Schönste Menschen, freundliche Menschen, wir werden dich erwarten. Schichten vor der Welt, die Zeit, das einfach auf sich kam. Jetzt ist König Menelaus schon 2 Wochen auf Kreta und du malst noch immer solche Sehnsuchtsbilder. Ja, Bacchis, der Jammer ist, dass ich 2 Verehrer habe und jeder bewacht den anderen mit Argusaugen. Der eine ist Prinz Paris, das wissen wir ja. Aber wer ist der zweite? Der aufdringliche Achilles. Ach, der Achilles mit seiner Achillesferse.
Aber Königin, den brauchst du doch nur einmal kräftig auf den Fuß zu treten. Dann geht der hoch wie eine Rakete und wir sind ihn los. Aber Backis, Achilles ist doch ein König. Dem kann ich doch als Königin nicht einfach einen Tritt geben. Dann gib ihm doch den Tritt nicht als Königin, sondern als Mensch. Ein Tritt ist kein Tritt. Pass auf, so. Eine Königin darf nicht treten. Eine Königin darf nur warten, wünschen und träumen. Störe ich dich gerade in einem besonders schönen Traum? Nein, nein, gar nicht. Ich wollte nur erwähnen, es gibt einen alten Orakelspruch, der sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Da sieht man, dass man sich auf kein Orakel verlassen kann. Meine Ferse! Bald sinkt die Nacht hernieder mit ihrem Sternenschein. Sie bringt mir immer wieder den Wunsch bei dir. Reich mir deine Hände, nach meinem Traum ein Ende. Komm, geliebtes Wesen, komm und Erden mein. Was ich im Traum gesehen, lass in Erfüllung gehen. Kiss? Ja? Hast du nicht irgendwas Wichtiges zu tun? Nein, Herrin. Dann nimm das und bemal es für mich weiter. Aber doch nicht hier, draußen. Ach so. Du machst es einer armen Strohwitwe wirklich schwer, stark zu bleiben. Agamemnon! Ja! Ach, du Esel! Hast du dir wehgetan? Natürlich! Bei mir ist nämlich der Kopf das, was bei dir die Ferse ist. Was soll denn dieser blöde Agamemnon schreien? Blöde Agamemnon habe ich nicht geschehen, sondern nur Agamemnon. Die Ehre Griechenlands steht auf dem Spiel. Also sag schon, was ist passiert? Paris ist bei Helena. Na und? Wahrscheinlich hat sie ihn eingeladen. Mich lädt sie nicht ein. Weil du ihr auf die Nerven gehst. So wie mir. Na, begreifst du nicht? Sie betrügen ihn. Menelaus werden Hörner aufgesetzt. Dann soll er seine Helena verprügeln und fertig. Er ist doch nicht da. Wieso? Ach so. Dann kann er sich ja gar nicht verprügeln. Ja, dann müssen wir die Sache übernehmen. Sich verprügeln? Blödsinn.
es ihm zu sagen. Ja, aber wie denn? Er sitzt doch auf Kreta. Dann müssen wir sofort das nächste Schiff zu ihm nehmen. Könntest du nicht alleine hinfahren? Ich muss mich um Helena kümmern. Ausgeschlossen, du bist der Augenzeuge. Aber es müsste natürlich jemand über Helenas Tugend wachen. Also gut, dann werde ich eben die beiden Eierchse damit beauftragen. Erzähl mir das genauer, die Geschichte auf dem Berg Eder. Du hast rein zufällig einen Apfel bei dir gehabt? Na, aber das weiß doch inzwischen jedes Kind. Nein, ich will ganz genau den Wortlaut wissen. Was hat Aphrodite dir für den Apfel versprochen? Ganz einfach. Die schönste Frau der Welt. Also hat sie nicht ausdrücklich mich genannt? Nein, aber sie kann doch nur dich gemeint haben. So? Und wenn du morgen einer anderen begegnest, die deine Sinne gefangen nimmt? Ich will keiner anderen Frau mehr begegnen. Und meine Sinne können nicht mehr gefangen genommen werden. Sie sind alle bei dir. Du hast sie eingekerkert. Du meinst, ich muss Aphrodite gehorchen? Ja, zweifelst du noch immer daran? Nein, aber hat die Göttin dir gesagt, was ich mit meinem Mann machen soll? Ja, aber das fällt doch nicht in ihr Ressort. Oh, Zeus! Jetzt würde ich ein Orakel brauchen. Aber es rührt sich nichts. Kein Zeichen am Himmel. Dem Mann die Treue zu bewahren, ist brave Frauen erste Pflicht. Doch lauern überall Gefahren und manche übersteht man nicht. Die Leda fehlte einst der Bahn. Es flog ein Schwan verfolgt zu ihr, er sucht das Schutz in ihren Armen. Weißes Tier, nein, nein, sie konnte nichts dafür. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der weiblichen Tugend nur Fallstricke legt. Sie sagt, sie will, dass die Treue man hält und sucht durch Fallstricke selber dafür, dass man fängt. O Aphrodite, welche Last wird gelegt in meine keusche Brust, weil meine Schönheit zum Ballast wird, zum Vorwand für der Männer Lust. Ich seh vor mir nur noch das Chaos, denn eine Schwäche fällt mich an und dann betrüg ich Männer aus, weil ich mir nicht mehr helfen kann. Die Göttin selbst ist schuld daran. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der weiblichen Tugend nur Fallstricke legt. Sie sagt, sie will, dass die Treue man hält und sorgt durch Fallstricke selber dafür, dass man von Menelaos sprechen. Was glaubst du, wie lange wird er wohl auf Kreta bleiben? Das wissen nur die Götter. Findest du nicht auch, dass wir mit unserer Zeit beide etwas zu großzügig umgehen? Ich fürchte, du hast recht. O Aphrodite, du willst es nicht anders. Nein, es geht wirklich. Oh. Meine Herren will niemanden empfangen. Wieso denn? Ich bin sicher, dass ich für jeden Besuch dankbar sein wird. Ganz sicher nicht. Da sollte doch bitte selbst. Hier. Nein, treten Sie nicht näher. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie bestimmt nicht näher treten dürfen. Wenn Sie näher treten dürften, hätte meine Herren gesagt, bitte. Was ist denn das für ein Lärm? König Ajax möchte dir seine Aufwartung machen. Ich habe ihm gesagt, dass du niemanden empfangen.
Wo ist denn der Paris? Schon gut, Backes. Komm herein, Ajax. He, wo he? Suchst du was? Fehlt dir was? Was ist denn? Suchst du eigentlich etwas Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Aber ich dachte mir, dass du dich doch ganz entsetzlich einsam fühlen müsstest. Ja, freilich. Ja, und da wollte ich dir Gesellschaft leisten. Zu zweit erträgt man die Einsamkeit doch viel leichter. Bist du einsam? Erzähle mir, Ajax. Wo ist denn dein Bruder? Mein Bruder, der hat einen ganz persönlichen Auftrag von Agamemnon bekommen. Einen ganz persönlichen Auftrag. Oh. Und du? Ich habe auch einen persönlichen Auftrag bekommen. Auch einen. Aber meiner ist angenehmer. Geht es darum, dass ihr mich überwachen sollt? Aber wo denkst du hin, Helena? Kennst du irgendwen, der an der Treue unserer Königin zweifeln könnte? Ich nicht. Du? Natürlich nicht. Aber es treibt bei uns ein Ausländer sein Unwesen. Ein singender Schäfer. Wie heißt er nur? Na, ich habe keine Ahnung, wen du meinen könntest. Na, ist ja nicht so wichtig. Aber den suchen wir. Oh, Ajax, um der Götter willen, ist dir etwas geschehen? Hast du dir wehgetan? Nona. Hallo, pst, Paris. Danke. Wieso bist du hier? Du warst doch gerade da drinnen. Nein, nein, das ist mein Bruder. Viel interessanter ist aber die Frage, wieso warst du denn da drin? Ja, ich habe durchs Fenster geschaut. Der Achill hatte mit seiner Lyra eine Verabredung und er hatte sie vergessen. Ach so, na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, die Lyra ist in Ordnung. Leb wohl. Wiedersehen. Übrigens noch einen schönen Gruß an dein Brüderchen, ja? Also da drinnen war niemand. Was war denn hier draußen los? Hast du gut aufgepasst? Freilich. Es ist nur Paris vorbeigekommen. Was macht denn der hier? Der war hier mit dem Achilles seiner Lyra verabredet. Wer ist das denn? Ja, wohl die neue Hetäre des Achilles. So, so, kaum ist der Achilles weg, macht sich der Paris an seine Lyra ran. Hä? Ja, ja, er sagt, die Lyra wäre in Ordnung. Na, das haben wir ja wieder großartig gemacht, was? Herrlich hat sein Zwillingspaar, das wird immer wieder klar. Welt und geniert zum Narren hält. Du bist ich, ich bin du, wer ist wer, who is who, was man immer auch getrieben, kann man auf den anderen schieben. Herrlich hat sein Zwillingspaar, nie trifft uns ein Strafgericht. Wer es nämlich wirklich war, wissen wir oft selber nicht. Herrlich hat sein Zwillingspaar durch die große Ähnlichkeit. So hat jedes Exemplar doppelte Persönlichkeit. Ja, das ist, ach, das ist wunderbar. Dieses Labyrinth, so was Blödes. Man hält's für eine schöne alte Ruine, will sie besichtigen. Und drinnen erst bemerkt man, das ist ja ein Irrgarten, wie bei uns in Sparta bei den Oktoberfestspielen. Ich bin dann zum Portier und habe ihm gesagt, er sollte doch ein paar Wegweiser anbringen. So Pfeile oder Hände mit Fingern. Na, hat er vielleicht getobt. Ich verbitte mir solche Scherze. Da habe ich zu ihm gesagt, du, bitte schrei mich nicht so an, du Ochse. Da hat er die Türe von der Portiersloge aufgerissen und gesagt, was heißt hier Ochse? Ich bin der Minotaurus, ich bin ein Stier, überzeuge dich. Na, auf alle Fälle, das war ein Rindvieh. Nachher hat er mir für 6 Drachmen einen Ariadnefaden verkauft. Den sollte ich abspulen, wenn ich hineinlaufe, und so fände ich den Weg wieder zurück. Ich habe zu ihm gesagt, vielleicht wäre es billiger, wenn ich wie Hänsel und Gretel ein paar Brotkrumen ausstreue. Na, da hat der Minotaurus gleich wieder losgebrüllt. Billiger! Da lasse ich auf deine Kosten das ganze Labyrinth säubern. Oh, du. Hallo, Menelaus! 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 Evoe! Bei allen Göttern schon wieder ein Orakel. Wenn ich Evoe höre, wird mir ganz schlecht. Da halte ich mir lieber die Ohren zu. Hallo! Evoe! 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 Evoe!
müssen dringend mit dir sprechen. Hast du etwas gesagt? Wir müssen dringend mit dir sprechen. Du musst lauter sprechen, ich verstehe nichts. Und nimm die Finger aus den Ohren. Ach, die Finger. Hat man euch auch nach Kreta geschickt? Nein, aber wir sind gekommen, um deine Ehre zu retten. Während der ganzen Zeit, während du hier auf Kreta weilst, ist Paris bei deiner Helena. Gott, wie lieb von ihm. Weil da versüßt er ja den Trennungsschmerz. Willst du denn nicht verstehen, Menelaus? Die Ehre deines Hauses steht auf dem Spiel. Ach so. Ach so! Was soll ich denn da machen? Du musst sofort mit uns mit, um nach dem Rechten zu sehen. Ach, ich darf wieder weg von Kreta? Oder lasse ich den Faden aber hier, damit ich ja nicht wieder zurückfinde? Kommt, meine Herren Kollegen! Gehen wir! Moment. Der Gatte, der zum eigenen Herd von einer Reise wiederkehrt, der sollt von dieser Wiederkehr die Gattin informieren vorher. Mir scheint, du bist nicht recht bei Trost. Es gibt da eine Flaschenpost. Dafür bleibt keine Zeit uns mehr, vor allem nicht, weil sonst für uns die weite Reise sinnlos wär. Die Wahrheit, die erfährt man nur durch eine Überraschungstour. Denn ohne sie bleibt unbekannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Und wer verbotene Früchte nascht, wird nun ertappt, wenn man ihn im Moment des Naschens überrascht. Und in dem Moment! So, und jetzt noch etwas Salpetersäure? Stimmt, Salpetersäure. Na und was wird das Ganze, wenn es fertig ist? Ich versuche etwas zu erfinden, um die Gläubigen zu beeindrucken. Eine Art künstliches Gewitter. Aha. Sag mal, so ein Blitz und Donner könnte mir im Moment ganz gelegen kommen. Wie meinst du das? Na, du weißt doch, dass Agamemnon und Achill nach Kreta gefahren sind, ja, nicht? Ja, es gibt jetzt verbilligte Reisen. Ja, vielleicht holen sie dort den Menelaos ab und kommen zu dritt zurück. Oh, zu dritt kriegen sie bereits Gruppenpreise. Pass auf, ich habe eine Bitte. Ich fürchte, dass ich beim Empfang der drei Könige nicht dabei sein könnte. Und das soll ich dich benachrichtigen? Na ja, mit so einem großen Donner, den man überall hört, damit ich weiß, sie kommen. Vielen Dank. Das Gold ist echt. Der Zahn war falsch. Du bekommst ein besonders schönes Feuerzeichen von mir. Na, und werde ich das Feuerzeichen auch überall sehen können? Dafür birgt der Name Herostrat. 3 Wochen sind jetzt schon vergangen, seit Menelaos nach Kreta gefahren ist. Wem sagst du das, Obakis? 3 Wochen, in denen so viel hätte geschehen können. Und nichts ist geschehen. Immer kam etwas dazwischen. Wieder senkt sich eine Nacht hernieder, in der mir nichts bleibt, als zu träumen. Mhm. Schlaf gut, Herrin. Und träum heute von etwas ganz besonders Schönem. Süße Träume. Komm zu mir, lass mich endlich erleben, was heiß ich begehrt, süße Traum. Komm zu mir, diese Nacht soll mir geben, was der Wir sind zwei Herzen.
es ist ein Traum. Nichts als ein Traum. Da gibt's viele Liebe. Jetzt nicht an, denn damals kam's nicht aufs Gesicht an. Der Figur gab ich nur meinen Apfel hin als Krone. Du meinst, sie war überall ohne. Ihr Anblick hat mich fast geblendet. Ich sah sie und war wie vom Schlage gerührt. Genauso wie Zeus sie erschaffen, so hat Aphrodite sich mir präsentiert. Bekleidet war sie nur mit ihrem Haar. Und glaub mir, dadurch war die Schönheit offenbar. Da ist doch nur ein Traum ist. Ist doch nur ein Traum ist. Sollst du mich grad so schön wie damals Aphrodite sehen? Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, so wie nur zwei Liebe. Uns näher. Er trägt uns höher in die Gefilde, wo Eros regiert und uns fällt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Nun sag deine Meinung. Ich hab es ja noch immer sehr schwer. Das heißt, warum? Aphrodite hat damals mir noch eine Aufgabe gestellt. Und, das ist, was mir fehlt. Du lässt mich an. Da
es doch nur ein Traum ist. Da es doch nur ein Traum ist. Mach ich's wie Aphrodite und ich küss dich eben auch. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Träume sind Träume, die keiner bereut. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Niemals noch wahr. Na, der Herr aus Draht kann was erwarten. Hier siehst du es mit eigenen Augen. Ja, so genau habe ich das gar nicht sehen wollen. Ich dachte, du bist in Kreta. Ja, ja, das merkt man. Meine Herren, ich finde es äußerst ungalant, ohne Anmeldung ins Schlafzimmer einer Dame einzutreten. Na, seht ihr, ich habe es ja immer gesagt. Man soll vor einer Wiederkehr die Gattin informieren vorher. Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Haaren. Da greift ja alles ineinander. Das ist ein Komplott. Ein komplettes Komplott. Das ist ein komplottes Komplott. Wieso? Kalchas muss damit im Spiele sein. Ja, aber wieso? Bitte, bitte, wo siehst du denn Kalchas? Der spielt doch hier gar nicht mit. Aber natürlich, er war es doch, der dich nach Kreta geschickt hat. Ja, aber im Auftrag des Zeus, sonst wäre ich doch niemals hingefahren. Achill, du lässt diesen Kalchas sofort festnehmen und hierher bringen. Meine Herren Könige, vielleicht darf ich kurz die Situation erklären. Du schweigst. Mit dir wird später abgerechnet. Ja, aber wenn du die Leute nicht reden lässt, dann werden wir nie die Wahrheit erfahren. Helena, mein Täubchen. Ich bin sicher, dass du eine ganz einfache und plausible Erklärung für diese peinliche Situation anbieten kannst. Ich hab gemeint, ich hab geglaubt, ich hab geträumt und überhaupt die eigene Frau erschreckt man nicht. Das ist des Götten erste Pflicht. Man sagt ihr schon vorher Bescheid. Das ist ein Akt der Höflichkeit. Es meldet ein galanter Mann, der gab dann seine Ankunft an, damit sie sich auch freuen kann. Die Wahrheit, die erfährt man nur durch eine Überraschungstour. Denn ohne sie bleibt unbekannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Allein ein galanter Mann, der meldet seine Ankunft an, damit sein Weib sich freuen kann. Missgeschick, dass er ganz plötzlich muss zurück, so bringt er das Verständnis mit, dass er nicht gleich ins Zimmer tritt. Deshalb klopft ein galanter Mann zuerst an seine Tür an. Damit die Gattin treu sein kann, damit die Gattin treu sein kann, damit die Gattin treu sein kann. Die Wahrheit, die erfährt man nur durch eine Überraschungstour. Denn ohne sie bleibt unerkannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Und wer sein Sehen nicht vermacht, gewohnt er seine Ankunft an, damit sein Gast sich freut. Den Obergaumer. Oberpriester, wenn ich wissen darf. Ruhe! Verzeihung. Jetzt rede ich. Es bleibt bei Obergauner. Du bist wirklich der wahrhaft Schuldige. Ich? Wieso ich?
Ohne dein blödes Orakel wäre ich doch niemals nach Kreta gefahren und hätte meine arme, liebe, kleine Helena einer so unangenehmen Versuchung ausgesetzt. Stimmt's, Helena, mein Päubchen? Also, das ist doch... Ich verwahre mich auf das Entschiedenste gegen solche Vorwürfe. Warum soll ausgerechnet ich hier zum Sündenbock gestempelt werden? Leg doch endlich hier vor dem Untersuchungsausschuss ein Geständnis ab, du Schurke. Sprich, wer hat dir dieses Orakel eingegeben? Also, die Sache war eigentlich so... Das heißt, sie war ja eigentlich doch ganz anders. Warum scheust du dich so, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit? Ich soll die Wahrheit sagen? Die reine, echte, wahre Wahrheit? Aber sicher, Zeus höchstpersönlich hat dir das Orakel eingegeben. Das musst du auch sagen. Wenn du uns noch einmal mit dieser Lüge kommst, dann hat Sparta morgen für seinen Oberpriester ein Staatsbegräbnis. Nein, nein, das heißt ja. Also, Zeus persönlich hat mir dieses Orakel eingegeben. Durch den Mund dieses Paris. Du also warst es? Der hat mir noch nie gefallen. Wer weiß, ob er überhaupt ein Prinz ist. Du hast vollkommen recht, mein lieber Achill. Ah, jetzt wird's interessant. Wer bist du also? Ja, habt ihr das denn nicht schon die ganze Zeit gespürt? Ich bin Zeus! Ah, das schau her. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ich habe schon immer gewusst, dass sich die ganze Affäre als harmlos aufklären wird. Na bitte, jetzt haben wir ihn mitten unter uns, den lieben Göttervater. Warum sollen wir ihm glauben, dass er Zeus ist? Das kann doch jeder sagen. Jeder? Wenn wir das von uns sagen, wäre das doch blöd. Von uns, von dir, von mir. Wir wissen doch, dass wir nicht Zeus sind. Warum soll er nicht der Göttliche sein? Wir haben alle in der Schule von seinen Verkleidungen gelernt. Ja. Einmal ist er als Schwan gekommen und als Stier hat er Europa besucht und einmal soll er als Goldregen irgendwo hineingeregnet haben. Warum soll er nicht auch einmal als Schäfer für ein Stündchen kommen? Eben, warum soll er nicht? Er kann sich ja einteilen. Also ich glaube ihm kein Wort, aber bitte, wenn er wirklich Zeus ist, dann kann er uns das ja mit Leichtigkeit beweisen. Gib uns doch endlich den Beweis, bist du Zeus? Oder führst du uns alle aufs Eis? Beweis, ich glaub kein Wort. Doch wenn du Zeus bist, bring den Beweis. Sehen wir die Sache doch auch andersrum. Wenn er der Zeus ist und sich ärgert, bringt er uns mit einem Donnerschlag gleich um. Sehr vernünftig, lieber Menelaus. Pfeifen wir auf den Beweis. Ich flieg in den Olymp zurück. Und auf. Wir wollen den Beweis, dass wir der Vater Zeus, hält er uns für dumm, dann bringen wir ihn um. Oh, der Tempel brennt! Mein guter Herr Ostrat. Ich hoffe, dass ihr das als Beweis erkennt, weil sonst die ganze Stadt mitsamt dem Königspalast auch verbrennt. Nun fleht zu ihm, dass er schützend seine Hand auf uns hält. Es steht bei ihm, wenn er zürnt, dann kommt das Ende der Welt. Wir fliehen zu ihm. Lass den Tempel nicht in Flammen vergehen. Wir fliehen zu dir, Vater Zeus, lass noch ein Wunder geschehen. Soll ich euch verdammen, soll ich verzeihen, soll es mit den Flammen zu Ende schon sein? Ich hab auf die Frage die Lösung schon hier. Ihr müsst nicht verzagen, denn ich kann euch sagen, ich geh zum Tempel, ihr hört noch von mir. Er hilft. Nur nicht verzagen. Er hilft. Ihr hört noch von mir. Das ist der Beweis, es ist der Zeus. Der Tempel brennt, langsam fehlt uns jede Hoffnung mehr.
Wenn ich mir Salpeter genommen hätte, dann wäre das nie passiert. Ich muss noch ein bis zwei Versuche machen. Dann habe ich das genaue Mischverhältnis. Aber ich traue mich ja nicht aus dem Keller in die Tempelruine rauf. Also irgendwas muss passieren. Ich halte es in diesem Keller nicht mehr lange aus. Wo führt denn die Leiter hin? Die geht genau unter den Sockel der Zeus-Statue. Zwischen den Füßen kommt man darauf. Nein, wenn oben jemand sieht, dass wir hinausklettern, machen die mit uns kurzen Prozess. Naja, aber wenn man irgendwas fände zum Verkleiden. Was ist denn in den Kisten drin? Nein, hier gibt's nichts zum Verkleiden. Da liegen nur abgelegte Priestergewänder des Kalchas drin. Moment. Moment. Du schaust in der Kiste nach, ob du was zum Verkleiden findest, und ich schaue nach, was der Kalchas macht. Aber Vorsicht! Mach dir ja keine Sorgen. Ich muss mich leider wiederholen. Man hätte früher auf mich hören sollen. Doch ihr wart ja alle so betört, habt auf mich nicht gehört. Oi, Popoi, der Tempel zerstört. Und trage jeder ein Geschenk zum Opfer mal. Ein jeder hole aus dem Stall nun ein Schaf, einen Stier. Ich trete vor den Göttervater hin, sonst spricht da zu mir. Habt ihr das gehört? Die Statue, er hat gesprochen. Schande auf dich, denn das Volk erkannte mich eher als du. Vater Zeus, wie komme ich zu der Ehre, dass du persönlich mit mir redest? Noch dazu in Exametern. Nur ein gewaltiges Opfer besänftigt den Grund meines Zornes. Meine Rede, goldene Worte. Bitte, was hab ich euch immer gesagt? Also. Nicht aber opfert mir Schafe und Kälber. Ich fordere Größeres. Was? Nichts Lämmernes, nichts Kälbernes? Oi, Popoi. Sühnet den Frevel, der mir geschah. Opfert mir Königin Helena. Was? Helena sollen wir opfern? Statt üblicher Schafe und Kälber? Zu blöd, jetzt rede ich auch schon in Hexametern. Entschuldigung. Sollte das etwa ein echtes Orakel gewesen sein? Habt ihr das gehört? Kalchas hat vorhin was ganz Falsches gesagt. Nicht Schafe und Kälber sollen geopfert werden, sondern die Königin. Ein weiser Ratschluss des Göttervaters. Schließlich ist die Königin ja selber schuld an der ganzen Katastrophe. Wer verlangt von ihr, dass sie so attraktiv ist? Wisst ihr, was wir tun? Wir marschieren zum Königspalast. Wir opfern die Königin. Wir opfern die Königin. Wir opfern die Königin. Halt, halt, halt. Ihr könnt euch diesen Weg sparen. Ich selbst werde Helena mitteilen, was Zeus befohlen hat. Ein königliches Opfer kann nur von einem König gebracht werden. Ihr bleibt bei euren Kälbern und Schafen. Natürlich sind die Umstände auch maßgebend gewesen. Aber ein bisschen schuldbewusst bist du doch, oder? Bewusst, kannst du es wagen, mich eines Fehltritten zu klagen? Mich, die für ihre Treue doch bekannt, mich, die sogar dem Paris widerstand. Und warum zu glauben ist es kaum? Ich hatte damals einen
mir war wohl dabei, es war ein Traum, ein Traum. Er sagte mir, dass ich die Schönste sei, es war ein Traum, es war ein Traum, es war ein Traum. Er lag so demutsvoll zu meinen Füßen, er bat um einen Kuss, ich musste ihn küssen. Es war ein Traum, es war ein Traum. Täubchen. Die Geschichte von dem Traum wird durch die vielen Wiederholungen auch nicht glaubwürdiger. Was im Traum ich gesehen, dich vergaß ich trotzdem nicht. Will dir treu zuvor stehen, brav erfülle meine Pflicht. Jeder weiß, dass Träumen liegen. Mag es mir nichts aus, denn ich hab gefunden dich, mein Männerlaus. Vielleicht wird man uns gebeuren, Träumen lenken, Träume deuten, aber jetzt, mein lieber Mann, hast du deine Schuld. Menelaus! Oh, pardon! Ich muss dringend mit dir unter vier Augen sprechen. Oh! Du entschuldigst, mein Täubchen, du siehst ja, was los ist. Immer wieder diese Staatsgeschäfte. Was liegt denn jetzt wieder Dringendes vor? Teuerster Freund, schlechte Nachricht. Was, schon wieder? Von dir habe ich noch nie gute gehört. Was ist es denn diesmal? Ich komme vom Tempel, das heißt von den Resten unseres Tempels. Und dort habe ich es mit eigenen Ohren gehört. Du musst Zeus ein schweres Opfer bringen. Schon wieder ich? Wie viele Kühe sollen es diesmal sein? Keine Kuh, kein Schaf. Diesmal musst du dich von Größerem trennen. Von deiner lieben Frau. Von meiner lieben Frau? Von Helena? Was soll denn mit dir geschehen? Geschehen soll dir gar nichts. Sie soll dem Zeus geopfert werden. Das ist doch bestimmt wieder so eine blöde Idee von dem Kalkas. Nein, diesmal habe ich es selbst aus dem Munde des Zeus gehört. Na ja, dann. Evohe! Evohe! Ja, Evohe, Evohe. Menelaus, ich habe aufregende Neuigkeiten. Dieser angebliche Paris, der sich als Zeus ausgegeben hat und unauffindbar war. Was ist mit dem? Er ist am Hafen gesehen worden. Zwar war er als Priester verkleidet, aber man hat ihn sofort erkannt. Unerhört. Und da hast du ihn nicht festnehmen lassen? Ich habe die beiden Ajaxe beauftragt, ihn sofort hierher zu bringen. Ja, das sind sie ja schon. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon.
Da ist der Gauner. Der hat geglaubt, er kann uns täuschen mit dieser lächerlichen Verkleidung. Quatsch, ich bin doch der Kalchas. Was? Nimm sofort den falschen Bart ab. Au, 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 aua. Backes, Backes. Ich muss fliehen, ich bin in Gefahr. Lauf schnell zum Hafen und suche Paris. Komm, hilf mir. Sag ihm, er soll sich in meinem Boot verstecken und auf mich warten. Wie soll ich ihn finden? Die sagen, dass er als Priester verkleidet ist. Das wird dir helfen. Geh eilig. Kalchas, du hast einen falschen Bart. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber diese beiden Idioten da haben es geglaubt. Sofort wieder hinunter in die Stadt. Aber seht zu, dass ihr diesmal den richtigen falschen Priester erwischt. Wenn uns nur niemand erkennt. Nein, dem Gewand erkennt mich bestimmt kein Mensch. Was ist mit mir? Na, wenn dich jemand fragt, dann sagst du einfach, du bist mein Diener. Und wer bist du, wenn mich wer fragt? Ich? Ach ja, die Frage ist berechtigt. Also pass auf, ich bin ein Priester der Hera. Nein, Oberpriester. Ein Ober? Ja. Und ich bin extra aus Athen zur Verstärkung angefordert worden von den spartanischen Priestern, um ihnen in ihrer Bedrängnis zu helfen. Und ich, der Diener, soll ihnen auch in ihrer Bedrängnis helfen? Ja. Man beobachtet uns. Meine Herrin lässt dir sagen, dass du überall gesucht wirst. Ja, ja, natürlich, das weiß ich, sonst wäre ich ja nicht verkleidet. Man weiß von deiner Verkleidung, du musst dich verstecken. Ja, ist gut gesagt, aber wie? Auf ihrem Boot. Wo? Da. Das da ist das Boot meiner Herrin. Sobald sie kann, kommt sie zu dir. Danke, Backes, das hast du gut gemacht. Das ist für deine Mühe. Was, willst du noch mehr? Nein, nur... Herostrat! Hier? Komm, zieh du jetzt den Mantel an. Du bist ab jetzt der Oberpriester der Hera aus Athen. Und wer ist mein Diener? Na, niemand. Schade. Und was soll ich tun? Na, du gehst in die Stadt und verbreitest das neue Orakel. Ah, was besagt das Orakel? Also pass gut auf, ja? Königin Helena muss den Fluten des Meeres geopfert werden, ja? Auf dem Boot da. Welches? Na, auf dem! Auf dem Boot da wird sie hilflos dem Wind und den Wellen preisgegeben. Verstehst du das? Nein, warum? Also komm, wir haben nicht so viel Zeit. Hier hast du noch ein Goldstück, das erspart das Nachdenken. Danke, ich mache natürlich, was du sagst, aber ich wüsste schon ganz gerne. Also komm, leb wohl, mach's gut. Nein, nein, nicht noch ein Zahn. Ha! Packt ihn! Nun lass mich doch los. Ich bin doch der Oberpriester der Hera aus Athen. Ich habe auch einen Diener, aber der muss dir gerade mal... Ja, das kannst du alles dem König Agamemnon erzählen. Jetzt kommst du erst einmal mit, ja? Herrin, hast du Paris gefunden? Ja. Und? Er ist schon auf deinem Schiff. Beeil dich. Königin, oh, habe ich dich erschreckt. Wohin so eilig? Kalchas. Dir kann ich ja alles sagen. Ich muss fliehen vor diesem Orakel. Fliehen? Ach, wohin denn? Du erinnerst dich doch an den jungen Schäfer. An Paris, ja. Und was ist mit ihm? Er erwartet mich auf meinem Boot am Hafen. So, er erwartet dich. Na, da kann er lange warten. Wache! Ihr beschützt die Königin, und zwar so, dass sie ihren Palast nicht verlassen kann. Aber Kalchas, wieso? Wie lange? Bis auf Widerruf. Ich eile jetzt zum Hafen und habe mit diesem Paris noch ein Hühnchen zu rupfen. Was soll nun werden? Das wissen die Götter. Es fragt sich nur, ob die es wirklich wissen. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Glaubst du, hat es Sinn, wenn ich mit dem Zeus spreche? Der redet doch nicht mit jedem.
Glaubst du, der lässt mit sich handeln? Ich biete statt einer Helena drei erstklassige Hetären, da sind sie gut bedient. Dass Helena geopfert werden muss, steht fest. Es fragt sich nur, wie. Jetzt haben wir den Richtigen erwischt. Willst du ihn gleich verhören? Rein mit ihm! Rein mit ihm! Kaikas ist es nicht. Und Paris ist es auch nicht. Wer bist du? Ich bin der Oberpriester der Hera. Ich habe auch einen Diener, aber der... Naja, ich habe euch ein Orakel zu verkünden. Schon wieder ein Orakel? Nein! Nein, ich kann in nächster Zeit kein Orakel mehr hören. Was rakelt denn das O? Die Königin Helena soll den Fluten des Meeres geopfert werden. Soll ich sie vielleicht ersäufen lassen? Die Königin soll von mir auf ihr eigenes Boot gebracht werden und dann aufs offene Meer hinaustreiben. Ah, das ist gar keine schlechte Lösung und erspart uns viel Arbeit. Ob Helena das macht? Sie fährt nicht gerne Boot. Du bist ein solcher Schuft, ein Gauner, ein Erpresser. Aber, Herr Kollege Kalchers. Dass du ganz Sparta an der Nase rumgeführt hast, nun gut, na ja, das stört mich nicht weiter. Aber dass du mich, den einzigen Menschen, der es wirklich gut mit dir gemeint hat, versucht hast, aufs Kreuz zu legen, das, mein Lieber, kostet dich den Kopf. Du willst dir mit der schönen Helena einfach davonfahren. Und was stört dich daran? Ohne mir das restliche Gold gegeben zu haben. Und das ist zu viel. Aber, lieber Herr Kollege, die Königin bleibt in ihrem Gemach eingesperrt, solange bis ich das restliche Gold habe. Sag mal, du willst mich doch wohl nicht etwa erpressen, was? Warum nicht? Die Königin gibt's nur gegen Gold oder über meine Leiche. Basta. Ach, zu meiner Freude sehe ich, dass es da noch eine dritte Möglichkeit gibt. Wieso? Soll ich dir sagen? Ach, ich sage gar nichts, ich singe lieber. Zum Abschied wünsche ich gute Reise, schönes Wetter und leb wohl. Ich nehme die Wünsche dankend an und will tun, was ich kann, dass die Güte Frieden schenken. Du sollst dies nicht so kränken, mein braver Mann. Seht noch einmal sie an. Spartaner, haltet ein. Dieses Opfer darf nicht sein. Du bist hier nicht gefragt. Du hast vorhin das Gegenteil gesagt. Freund Kalchas, du verschwind. Er dreht sich mit dem Wind. Ich trotze dir Gefahr und sag euch, wie es war. Weit her von Troja kam Prinz Paris, hat vom Apfel uns erzählt. Was soll das? Doch dass davon kein Wörtchen wahr ist, hat sich jetzt herausgestellt. Man jage diesen falschen Priester fort, der zweifelt an der Götterwort. Der Mann sagt einmal, diesmal jenes, herunter von dem Boot sofort. Wir selber gewähren, so hoffen wir mir, hin weg von dir, hin weg von dir. Oh! Nun wird sie, die wir so lieben, weit auf des Meeres Fluten getrieben und statt Eupopor erzählt der Ruf ab heut.
Wir wünschen freundlicherweise unserem Opfer glückliche Reise. Fahr hinaus aufs Meer und nimm es nicht so schwer. Auch wenn es mir peinlich ist, die Träne dennoch fließt. Ach, euer freundliches Trauen, eure Tränen, euer Bedauern, macht es mir so schwer, ich will hinaus aufs Meer. Glückliche Zeiten kommen nun für Griechenland. Alle Gefahren sind schon mitgebannt. Glückliche Zeiten kommen nun für Griechenland. Alle Gefahren sind schon mitgebannt. Schweig und halt dich zurück, sonst gibt es noch den trojanischen Krieg. Der Paris, der legt uns rein. Nicht so, nicht so, nicht so, doch alles wird an die Legende bald zu Ende. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Und sagen ihm nichts Böses nach. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Doch noch mehr schätzen wir den Offenbach.